Königsblau leuchten die Fluten. Wie die Zacken einer Krone ragen die Felswände auf. Der Königssee verdient wahrlich seinen Namen, auch wenn er vermutlich nach Kuno, einem Adelsherrn, benannt worden ist. Seit 1909 gleiten lautlos Elektroboote über das Wasser. Eine 500.000 Gäste lassen sich alljährlich nach St. Bartholomä und zur Saletalm schippern. Am Königssee hält man auf Tradition. Die Holzboote werden liebevoll in der eigenen Werft gezimmert. Wie auf einer Nobeljacht dürfen sich deshalb die Gäste fühlen, die mit der Ramsau zu einer kulinarischen Seereise aufbrechen. Smaragdgrün funkelt das Wasser aus der Nähe. Der hohe Kalkgehalt bringt diese schimmernden Farben hervor. Der Watzmann türmt sich mehr als 2000 Meter über dem Seespiegel auf. Ein Prosecco-Spritz als Aperitif? Dann wartet ein exklusives Buffet auf die Königssee-Kreuzfahrer. Das sind Kreicher, die Schwarzreicher, genau, das sind kleine Saiblinge, die da nur der Fischer im Königssee räuchert. Auf seine ganz spezielle Weise. Ja. Die Schwarzreiter gibt es nur am Königssee. Es sind Saiblinge, die wegen des kühlen Wassers klein bleiben. Über Buchenholz geräuchert schmecken sie gar köstlich. Dann ist das da eine Räucherforelle und ein Räuchersaibling mit einem Forellenkaviar und einem Seehausenkaviar. Zwei Stationen steuert die Ramsau an. Von der Saletalm wandern die Gäste zum malerischen Obersee und zur Fischunkelalm. Ein Ständchen an der Echowand darf natürlich nicht fehlen. Ein Wasserfall sorgt für Erfrischung. Dann nähert sich der Höhepunkt, die Halbinsel mit der Wallfahrtskirche St. Bartholomä. Gespeist wird im Gasthof, der den Berchtesgadener Fürstpröbsten und später den Wittelsbachern als Jagdschlösschen diente. Grüß Gott in der Gaststätte St. Bartholomä. Ich bin der Küchenchef, der Franz Hinterbrandner. Und wir haben folgendes Menü für Sie gekocht. Einmal eine Kraftbrühe mit Gemüserauten und Grießnuckerl. Hirschrückenmedaillons im Speckmantel auf Wacholdersoße mit frische Spätzle und Mandelbrokkoli. Und als dritten Gang haben wir ein Zimthalbgefrorenes mit frischen Beeren, Sahne und Hohlhippe. Die Medaillons vom Hirschkalb hat Franz Hinterbrandner gewürzt und in Speck gewickelt. Mit einem Rosmarinzweig brät er sie kräftig an. Anschließend gart das Fleisch eine Viertelstunde im Rohr. In zerlassener Butter schwenkt Franz die Spätzle. Wildfond erwärmt der Chef mit einem Stamperl Wacholderschnaps. Er gießt Sahne auf und rührt einen Löffel Preiselbeeren unter.
Mit der Soße übergießt Franz die Hirschmedaillons. Auch im Hochsommer weht ein erfrischendes Lüfterl durch den Wirtsgarten von St. Bartholomä. Da schmeckt das Hirschgulasch mit Semmelknödel. Die königliche Familie ging hier gerne auf die Jagd. Der Prinzregent Leutpold trug bei jedem Wetter seine kurze Lederhose. Im Trophäensaal des Jagdschlüssels zeigt uns Hans Stangassinger so ein gutes Stück. Ja, hier haben wir also die Trophäen des bayerischen Königshauses von König Max I., von König Max II. Und diese Jagdleidenschaft des bayerischen Königshauses sieht man ja noch immer in unserer Kleidung, in unserer Tracht, ganz besonders in der Lederhosen, die ja in Bayern das Kleidungsstück schlechthin ist. Der Prinzregent war von seiner kurzen so begeistert, dass er sie zur Dienstuniform seiner Jäger und Treiber machte. Seither haben Säcklermeister wie Engelbert Aigner in Bischofswiesen hinreichend zu tun. Hier arbeitet der Engelbert gerade an einem wichtigen und häufig strapazierten Detail der kurzen, dem Hosentürl. Eichenlaubgirlanden zieren die Vorderansicht. Sauber gefüttert und vernäht wird das Hinterteil. Ein wahres Schmuckstück. Auf der Passhöhe bei Ramsau steht das Wirtshaus Wachtau. Einst patrouillierten hier die Grenzwächter. Thomas Grassl mischt die Füllung für eine Kalbsbrust. In Milch eingeweichte Brezenwürfel, feingeschnittenes Wurzelgemüse, dazu drei Eier. Ein paar gekonnte Schnitte verwandeln die Kalbsbrust in eine handtuchgroße Fläche. Thomas verteilt die würzige Füllung. Er kippt das Fleisch darüber. Nun wird der Rollbraten sauber vernäht. Auf Wurzelwerk und Knöchel gart die Kalbsbrust 2 Stunden bei 180 Grad. Thomas Grassl freut sich immer wieder, wenn er diesen Klassiker der bayerisch-österreichischen Kochkunst anschneidet. Die Kruste kracht, die Fülle duftet verlockend. Frisch geerntetes Gartengemüse begleitet diesen Sonntagsbraten. Der Wachtel hat eine alte Tradition. Das Wirtshaus stammt aus der Zeit, als das Berchtesgadener Land noch eine selbstständige Fürstpropstei war. Schon auf Salzburger Gebiet liegt die Seisenbergklamm. Bei Lofer grub sich der Weißbach tief durch Gletschergeröll und gewachsenen Fels. Im Jahr 1831 legten Holzknechte den ersten Steig durch dieses Labyrinth. Sie nutzten den Weißbach zur Holztrift. Später baute der Alpenverein einen sicheren Klammzugang für Bergwanderer. Oft zerstören Unwetter oder Schneedruck die hölzernen Stege. Nach jedem Winter muss der Weg ausgebessert werden.
Das Heutal ist ein Almgebiet am Südfuß des Sonntagshorns. Genau auf dem Gipfel verläuft die Grenze. Man steht mit einem Fuß in Bayern und mit dem anderen im Salzburger Land. Einkehren sollte man auf der Hochalm, denn dort bäckt Paula Fitztum ihre beliebten Zehnerhupferl. Im Flachland heißen die gebackene Mäuse. Die Paula verrührt Mehl, Eier, Sahne und zwei Stamperl rum zu einem dickflüssigen Teig. Die Nockerl buxiert sie mit zwei Löffeln ins heiße Schmalz. Schön goldbraun müssen die Kugeln sein, damit dem Senner das Herz im Leibe hupft. Noch Puderzucker drüber und hinaus damit auf die Terrasse. So. Ja, sehr gut. Super. Ein bisschen größer. Gerne ein bisschen größer, gell? Ja, aber das ist auch oder? Den magst du mit Rahm und Ohr und Mehl und rum. Ja, gut. Im Mai hat es wenig Rummel da, da werden sie zu hupfert werden. Das Wetterkreuz auf dem Hochgseng soll die Fluren rund um Sonntagshorn schützen. Die Bayerischen im Norden und Westen, die Salzburger im Süden und Osten. Die Bürgermeister haben sich heute zu einer Sternwanderung verabredet. Politisiert wird nicht, dafür viel gelacht und gefrotzelt. Ist doch schön, wenn man mal Abstand zur Kommunalpolitik gewinnt. Aber im Gipfelbuch wird dieses Spitzentreffen natürlich dokumentiert. Den Eingang zum Heutal bewacht das Dorf Unken. Eingerahmt wird es von der Reiteralpe, der Sonntagshorngruppe und den Loferer Steinbergen. 1756 war ein Schreckensjahr für Unken. Das Gotteshaus und das Wirtshaus brannten ab. Im Barockstil bauten die Bürger die Kirche St. Jakob wieder auf. Auch die Einkehr im Wirtshaus lohnt sich wieder. Im Familienhotel zur Post serviert der Wirt feine Schmankerl. Herzlich willkommen im Familienerlebnishotel zur Post in Unken im Salachtal. Mein Name ist Matthäus Unselt. Unser Küchenchef Heinz Tritscher hat uns heute ein dreigängiges Menü vorbereitet. Als Vorspeise ein Beef Tartar vom Pinskerrind mit Steinpilzsalat. Als Hauptspeise einen Rehrücken im Eierschwammerlrahm mit Hefekartoffelknödel. Und als Dessert ein Topfensoufflé mit Himbeereis und Zuckerguss. Heinz Tritscher würzt den Rehrücken mit Salz, Pfeffer, Piment und Koriander. Dann paniert er eine Seite mit gehackten Walnüssen. In Butter brät Heinz das Filet an und lässt es im 100 Grad warmen Ofen 10 Minuten garen. Pfifferlinge schwitzt der Chef mit Zwiebelwürfen in Butter an. Er gießt Gemüsebrühe und Sahne auf und lässt die Flüssigkeit reduzieren. Noch etwas Petersilie. Im heißen Schmalz bäckt Heinz die Kartoffelhefeknödel aus. Den rosig gegarten Rehrücken teilt er in Portionen. Zuerst dürfen die Rahmschwammerl auf den Teller. Die Rehmedaillons nehmen darauf Platz. Reduzierter Wildjus netzt Fleisch und Knödel. Mit einer gebackenen Hippe und einem Rosmarinzweig schmückt Heinz Tritscher sein Werk. Die Familie sitzt schon erwartungsvoll im Garten.
Sandra und Martin greifen tüchtig zu. Auch der kleinen Emily schmeckt der Knödel mit Soße. Der Markt Grödig liegt am Untersberg im Süden von Salzburg. Bei Rosa Berger treffen sich alle zwei Wochen die gespinnerten Weiber. Mit dem Datsch, zwei Nagelbrettern, wird die Wolle geglättet. Die Spinnräder sind teils neu, teils Museumsstücke. Der Fuß dreht Rad und Spindel. Die Finger zwirbeln das gekämmte Vlies zu Wollfäden. Im Sommer haben die Damen Besseres zu tun. Sie spinnen nur in den Monaten mit einem R im Namen. Die Loferer Steinberge teilen sich Salzburg und Tirol. Den Kühen auf der Stallenalm freilich ist es egal, auf welcher Seite sie grasen und wiederkäuen. Auf der Stallenalm ist das ganze Jahr über was los. Im Winter kommen die Skifahrer, im Sommer die Wanderer und die Mountainbike-Fahrer. Markus Wimmer stärkt sie mit Tiroler Schlutzkrapfen. Geröstete Zwiebeln und Speckwürfel mischt Markus mit Topfen. Petersilie dazu und eine Prise Salz. Den geschmeidigen Ölteig walkt Markus hauchdünn und sticht Kreise aus. Auf die Teigflecken häuft er einen Löffel der Fülle. Die Ränder werden mit verquirltem Ei eingestrichen. Dann formt Markus seine würzigen Halbmonde. Im sprudelnden Salzwasser garen die Schlutzkrapfen 10 Minuten. In der Pfanne wartet die herzhafte Garnitur, Speckwürfel und zerlassene Butter. Noch eine Handvoll Parmesan, fertig ist der deftige Schmaus. Auf der Terrasse der Stallenalm haben die Weidringer Musikanten ihre Trompeten und die Basstuba ausgepackt. In dieser zünftigen Runde lassen sich die Damen gerne einmal von den Männern den Marsch blasen. Blumenwiesen, dahinter der zahme und der wilde Kaiser. Der Walchsee ist einer der schönsten Seen in den Voralpen. Auch Petri-Jünger kommen auf ihre Kosten. Hechte, große Barsche, Seeforellen und Renken gehen an die Angel. Schon wieder hat einer angebissen. Anton Auer macht sich mit seinem Fang auf den Heimweg. Fisch steht auch im Seehotel Brunner auf der Speisekarte. Besonders stolz ist Norbert Brunner auf seine Forellen. So, da haben wir unsere hausgebeizten Forellen. Die haben wir über Nacht in einer Salzlake mit ein paar schönen Bergkräuter drin, mit einem Koriander, mit einem Pfeffer eingebeizt. Und die werden wir jetzt da in den Rauchofen reingeben. So, in 80 Minuten sind sie fertig. Norbert holt die Forellen aus dem Ofen. Ein verführerisches Düfterl streicht über die Seeterrasse. Frisch aus dem Rauch und direkt am See. So schmeckt eine Forelle am besten. Zumal, wenn Anita ihre Tiroler Raffelzither schlägt und die Margit dazu die Bauernharfe zupft.
Im Lammertal am Fuß des Zennengebirges findet am letzten Augustsonntag dieses einzigartige Spektakel statt. Beim weltweit größten Heufigurenumzug präsentieren die Lammertaler, was sich aus getrocknetem Gras so alles basteln lässt. Pate stand wohl das Narzissenfest im nahen Ausseerland, das seit mehr als 50 Jahren im Frühjahr die Schaulustigen lockt. Das Heu hat den Vorteil, haltbarer als Narzissenblüten zu sein. Nach dem Festzug in Abtenau wandern die schönsten Kreationen ins Nachbardorf Annaberg. Auf dem Heufigurenweg kann man dann in Ruhe bestaunen, was den Heukünstlern so alles eingefallen ist. Hallein zeigt das typische Gesicht der Städte an Salzach und Inn. Hohe Häuser mit Grabendächern, die eng zusammenrücken. Mit Plätten und Zillen wurde das Halleiner Salz bis nach Passau gebracht. Schon 600 vor Christus begannen die Kelten, das weiße Gold zu schürfen. Es verhalf der Stadt zu ihrer ersten Blüte. Die Kelten sind in Hallein unvergessen. In der Konditorei am Untermarkt setzt ihnen Gerd Braun mit seinen Keltenhelm Trüffeln ein kulinarisches Denkmal. Butter wird mit Puderzucker schaumig gerührt. Der Konditor erwärmt dunkle Kuvertüre und schlägt sie auf. Eine halbe Flasche Kirschwasser spendet Geist und Feuer, ehe beide Massen zusammenfinden. Die Creme füllt nun einen großen Spritzsack und wird auf Schokoladenböden gedrückt. Ein Ruck sorgt für die Spitze, die Keltenhelme auszeichnet. Letzter Streich. Die Helmchen werden mit Schokolade überzogen. Zum Schluss bekommen Sie ein Zuckerspitzerl. Fertig zum Abmarsch. Konditormeister Braun lenkt seine Keltenarmee in Richtung Ladentheke. Der echte Helm steht im Halleiner Museum. Ein Keltenfürst trug ihn vor 2500 Jahren. Eine typische Almlandschaft umrahmt den Untersberg südlich von Salzburg. Hier schläft der Sage nach der Kaiser Barbarossa. Ein munterer Bach treibt die Kugelmühle beim Untersbergmuseum an. Martin Leitner erklärt sie uns. Diese Rohling habe ich vorgearbeitet und rund geschliffen und die legt man dann ein in diese Rinne. Der untere Teil, das ist Sandstein, der reibt. Wenn die zu viele Kanten haben, dann laufen sie nicht. Das ist Buchenholz, das ist schwer, Beschwerung und der Antrieb mit Wasser und durch die Drehung werden diese Rohling rund gemacht. Der Untersberger Marmor war ein begehrter Exportartikel. Aus den kleineren Bruchstücken drehte man Kugeln, die als Schiffsballast, Kanonenmunition oder zur Zierde dienten.
Von der Terrasse des Hohlwegwirts hat man einen herrlichen Blick auf den Untersberg. Bekannt ist das Restaurant für seine Fischspezialitäten. Zuweilen holt der Wirt sogar einen Stör aus dem Helter. Ein benachbarter Fischzüchter produziert Kaviar. Schau dir das an. Ah, der ist schön. Aber auch dieser Waller kann sich sehen lassen. Darf man ein paar mitessen? Also ich bin der Ernst Kronreif, Wirt aus Überzeugung im Gasthof Hohlwegwirt in Hallein-Dachsach. Habe mich spezialisiert auf heimische Fische. Also sprich, die, was aus unseren Gewässern rund um den Kirchturm ist. Oder wie da jetzt bei mir am Teller ein Stör. Und die da wir auch so herrichten, dass es möglichst einfach ist, damit es Natur ist, Natur pur. Und das Ganze machen wir ohne Firlefanz. Und da schmeckt der Fisch am besten. Prost! Das Wallerfilet schneidet Ernst Kronreif in dünne Scheiben. Raffiniert ist die Panade, geriebener Bergkäse, gehackte Kürbiskerne, Brösel und Ei. In reichlich Butterschmalz bäckt Ernst den Fisch goldbraun aus. Dazu gibt es knusprig geröstete Bratkartoffeln und einen warmen Salat aus knackig gedünstetem Mangold mit frischem Koriander, Balsamico und Kürbiskernöl. Auf dem Gemüse richtet der Wirt den Waller an und toppt ihn mit einer Soße aus Crème fraîche, Limettensaft und Halleiner Steinsalz. Das Freilichtmuseum in Groß-Gmain hat eine neue Attraktion. Eine Schmalspurbahn schnauft durch das 50 Hektar große Gelände. Sie verbindet alle Gaue des Salzburger Landes, die sich mit historischen Häusern präsentieren. Bitte einsteigen, es geht weiter zur alten Mühle. Auf diesem Hof raucht sogar der Schornstein. Das ist nämlich so ein Herd, den muss man anheizen, muss da Holz einstecken, dass es oben heiß wird. Und unten fällt dann die Aschen aus. Na bitte, geht doch. In der Reine bräunen sich die Kaspressknödel. Die Semmelknödel sind auch schon fast gar. Das Kraut duftet appetitlich. Die großartige Natur und die einfachen Genüsse, sie erfrischen in den Bergen Leib und Seele. Morgen Nachmittag.